Romy, laufen wir? Ja? Ja. Also herzlich willkommen mal wieder. Ja, heute bin ich in einer anderen Mission unterwegs. Heute hat mich der Tim vom Früchte Frick gefragt, ob ich vielleicht sein Produktpate werden könnte die Woche. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir etwas aus Rhabarber machen. Was ganz einfach ist zum Nachkochen. Und naja, seitdem wir nach Kitchen Impossible alle wissen, dass Backen kein Kochen ist, backe ich auch keinen Kuchen, sondern ich mache einen Rhabarber-Crumble, wo es eigentlich um ein gut abgeschmecktes Rhabarber-Kompott geht. Wir haben da schon ein paar Zutaten vorbereitet. Als allererstes stelle ich aber meinen Karamell auf, damit es nachher nicht zu lange dauert. Wir haben hier schon mal eine Form ausgebuttert, schön mit Mandeln und Semmelbrösel ausgekleidet. Dann im Rezept, was bei euch in der Kiste liegt oder was ihr heute einfach machen könnt. Das sind ein paar Butterstreusel, die mit Butter gemacht worden sind. Ich mag die immer ein bisschen gröber, weil dann haben die ein bisschen festeren Crunch, das Ganze. Ein angerührtes Puddingpulver haben wir. Dann haben wir einen Rhabarber, aber Erdbeeren, die stehen jetzt nicht im Rezept, dafür haben wir dann aber auch Himbeeren. Ja, die Himbeeren auch gerne frisch, habt ihr keine frische Ware, gehen ohne Probleme auch gefrorene. Ein bisschen Butter braucht man, soll es vegan werden, können wir natürlich auch ein bisschen Margarine nehmen, aber Butter schmeckt halt einfach besser. Dann haben wir jetzt hier schon einen wunderbaren, leicht hellen Karamell, der schön geschmolzen ist und der sollte auch gar nicht dunkler sein, das Ganze, ja, sondern der wird gerade schön cremig. Auf den Karamell, wenn wir ihn auf die Seite gezogen haben, schmeißen wir gleich ungefähr 2 Esslöffel Himbeeren drauf. Die Himbeeren habe ich immer ganz gerne beim Rhabarber, weil es gibt dem Ganzen eine schöne Farbe. Oftmals ist der Rhabarber sehr sauer und so ein bisschen blass. Und jetzt merkt man schon, wie das abgelöscht wird. Und jetzt kochen wir den Karamell-Himbeersoße mit einem Apfelsaft auf. Der Apfelsaft löst jetzt den Karamell. Jetzt sieht man das mal hier. Schau mal, halt mal drauf, Romy. Da im Topf, da hat man jetzt so einen Karamell. Und der muss jetzt so 2-3 Minuten sich loskochen, ja? Damit sich das komplett verbindet, das Ganze. Und dann sind die Himbeeren auch ganz weich und dann kriegt man schon so einen richtig schönen Sud. Den Rhabarber, den habe ich geschnitten, so in Zentimeter große Würfel. Und bei dem Rhabarber ist es halt heute so, normalerweise muss man den immer schälen. Ich schneide jetzt vorne und hinten bloß ab. Und dadurch, dass der so schön klein würfelig geschnitten ist, hat man nicht diese langen Fäden. Deswegen kann man das sogar auch bloß gewaschen machen. Wichtig beim Rhabarber ist immer, probiert es den vorher, dann könnt ihr ein bisschen die Menge vom Zucker steuern, weil oft ist das ganz schön sauer. So, und jetzt haben wir hier schon einen super schönen Sud, der schön rot ist und super schön nach Himbeere und Karamell duftet. Und jetzt geht es schon ans Abschmecken. Beim Abschmecken ist es heute so, ich mag ganz gerne Vanille. Das habe ich daheim meistens in der Form von einer Paste, weil mir die Vanilleschoten ein bisschen teuer sind. Dann habe ich immer einen gemahlenen Zimt und der Lebkuchengewürz ist meistens auch so ein bisschen vom, ja, wie soll ich das sagen, vom Weihnachtsbacken immer noch da. Binden in der Patisserie tue ich ganz gerne immer mit einem angerührten Vanillepuddingpulver. Ich weiß nicht, ob ich mir das einrede oder ob das auch wirklich Fakt ist. Ich finde, das schmeckt immer ein bisschen besser. Wir haben jetzt einen Zimt und eine Vanille drin. Auf den Ding verzichte ich heute, auf das Lebkuchengewürz. Und jetzt binde ich diesen Sud ab. Das angerührte Puddingpulver wird eingerührt, wie im Rezept steht. Und wichtig ist, dass das so eine schöne, nicht ganz so dick wie ein Vanillepudding, sondern so ein bisschen drunter ist. Ja. Ich stelle jetzt den Ofen schon aus, dann hört das Kochen auf. Und schmeiße jetzt meinen vorbereiteten Rhabarber in diese abgebundene Himbeerkaramellsoße. Und bin jetzt in der Lage, das natürlich super schön abzuschmecken. Kocht man es für Erwachsene, wobei auch für Kinder das kein Problem ist, weil das Ganze noch 20 Minuten im Ofen landet, kann man anstatt dem Apfelsaft auch ein bisschen Weißwein zum Ablöschen nehmen. Oder sogar ein bisschen Rum. Der eine oder andere hat es vielleicht verfolgt. Ich war ja letztes Jahr in Mauritius, da haben wir noch ein bisschen was über. Darf ich ein bisschen Rum reintun, Romy? Ja. Ja, kein Problem. Gut, dann tun wir das aromatisieren. Und jetzt habe ich hier so eine super schöne Rhabarbermasse. Haltst du nochmal drauf, Romy? So, das war schon das ganze Hexenwerk. Und dann habe ich hier im Grunde genommen so ein schönes Rhabarberkompott. Das könnt ihr auch einfach so kochen und vielleicht zum Vanilleeis oder was auch immer servieren. Und das kommt jetzt mit dem ganzen Sud in diese gebutterte Form. Das Ganze setzt sich jetzt ein bisschen. Und ganz wichtig bei der Form ist,
spart es nicht mit den Bröseln und mit den Mandeln unten dran, weil der Rhabarber, der lässt ja dadurch, dass der ganz roh in die Masse gekommen ist, auch noch ein bisschen an Saft ab, ja. Und der Saft, der macht das Ganze dann auch ganz gerne mal so ein bisschen, ja, zu wässrig. Und der Crumble, der soll auf keinen Fall wässrig sein. Und dann haben wir die super schönen Butterstreusel, ja, die toll abgeschmeckt sind mit einer Prise Salz. Und machen ganz großzügig relativ viele Butterstreusel oben drauf. Sollen wir noch ein paar drauf machen, Romy? Ja. Ja? Schmeckt dir Streusel gut? Ja. So. Also, was haben wir gelernt? Rhabarber und Vanille passt perfekt. Ein bisschen an Rum. Alles aromatisieren. Das Einzige, was bei der ganzen Geschichte jetzt nicht dabei war, war ein bisschen Zitronenschale. Aber die habe ich tatsächlich vergessen. Ich habe da noch so eine Mandarine hergelegt. Da hätte man auch vielleicht so ein bisschen an Abrieb noch reinmachen können. Das Ganze toll abschmecken. Jetzt landet das Ganze im Ofen. Ein ganz einfaches Rezept. Warm, kalt genießen und Rhabarber, halbgeschlagene Sahne, leicht gesüßt. Immer eine perfekte Kombination. Das ganze Ding geht jetzt bei 180 Grad, circa 20 Minuten in den Ofen, bis die Streusel schön knusprig und goldbraun sind. Bis zum nächsten Mal. Es hat mich sehr gefreut und die Romy hat gesagt, heute kein Bier. Zum Rhabarber gibt es immer Weinschorle. Danke, ich wünsche euch was. Liebe Grüße. Ciao.